Guten Tag, ich begrüße Sie zu einem weiteren Screencasting zum Thema Multimedia-Produktion. Ich habe in der Vergangenheit schon einmal ein Einleitungs-Screencasting zu diesem Thema produziert. Genauer gesagt habe ich drei verschiedene Versionen produziert, eine von 10 Minuten, 30 Minuten und eine von 60 Minuten. Diese Idee finde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so toll, da die Verwirrung dadurch nur erhöht wird, schon direkt bei diesem ersten Video. Von daher habe ich mich dazu entschlossen, dieses Screencasting jetzt hier nochmal zu machen. Ein Einleitungsvideo, ein Einführungsvideo zu diesem Workshop Multimedia-Produktion. Wer sich diese Zeit nicht nehmen kann oder möchte, dieses Video zu sehen, beziehungsweise auch die Folgevideos, wird wahrscheinlich auch nicht die Zeit und Geduld haben, eigene Video- bzw. Audioproduktion umzusetzen bzw. abzuschließen. Diese Thematik ist relativ anspruchsvoll von der Softwareseite her, von der Hardwareseite her und teilweise auch vom Know-how, weswegen ich eben auch diesen Workshop, dieses Screencasting produziere, um eben Know-how auch und Wissen zu vermitteln. Und von daher sehe ich das schon als Mindestvoraussetzung an, dass man eine gewisse Geduld und Zeit mitbringt, um diese ganzen Aspekte zumindest einmal sich angehört zu haben, um zu wissen, was auf einen dazukommt, wenn man sich dann an die eigene Produktion von Videos und Tondokumenten herantraut. Vom Prinzip her ist das wie in vielen technischen Bereichen so. Es scheint auf den ersten Blick alles sehr kompliziert und aufwendig. Kann es auch sein, wenn man den Überblick verliert, denn wenn man keinen roten Faden hat, an dem man sich entlang hangeln kann, kann man sich schon sehr schnell und auch tief in bestimmte Aspekte verirren. Mir ist das selbst schon mehrfach so gegangen im Laufe der Jahre, in denen ich in der IT tätig bin und auch die einen oder anderen Video, Ton oder Grafikproduktion gemacht habe. Damit Ihnen das nicht auch so ergeht und Sie jahrelang mühselig eigene Erfahrungen sammeln müssen, habe ich diesen Workshop gemacht und der fängt mit einer gemeinsamen, stabilen Basis an. Diese Basis, dieses Fundament dieses Workshops und meiner Produktion ist ein Betriebssystem, ein geeignetes Betriebssystem für die Produktion von Multimedia-Dateien. Und die von mir gewählte Betriebssystemversion ist eine Spezialversion von Ubuntu. Ubuntu ist eine Linux-Version. Und Ubuntu Studio, diese Version, die ich hier benutze, ist eine Spezial Linux-Version extra für die Produktion von Audio, Grafik und Video-Inhalten. Alles das, was Sie hier sehen auf dem Screen, ist schon in dieser Installation, in dieser Linux-Installation vorhanden. Das heißt, es kommen keine großartigen Installationsorgien auf Sie zu, um all das, was Sie jetzt hier so sehen und was ich im Laufe des Workshops vorstelle, nachzuinstallieren. Ich werde auch nicht auf alle Programme, die hier mitgeliefert werden, eingehen. Auch das würde jeden Rahmen sprengen, weil hier wird sehr viel hochwertige Software mitgeliefert. Diese alle im Detail durchzugehen, wäre ein sehr großer Aufwand. Ich werde hier voraussichtlich so um die 2, 3, vielleicht 4 Programme vorstellen. Und damit ist das dann schon möglich, hier solche Screencastings oder auch Videoproduktion vorzunehmen. Andere Programme sind sinnvolle optionale Anwendungen, wie zum Beispiel GIMP, eine beliebte Grafikbearbeitung oder Fotoverarbeitung, um zum Beispiel eigene Header oder Überblendgrafiken zu erzeugen, etc. mehr. Ich werde in weiteren Workshops hier immer wieder auf die in dieser Distribution vorhandenen Programme zurückgreifen, die Sie dann ja auch schon haben, im Zugriff haben, wenn Sie mir auf diesem Workshop folgen wollen und sich auch diese Linux-Version installieren. Wie bei allen Linux-Versionen gilt auch hier, auch diese Software ist kostenlos.
Sie können sich Linux Ubuntu Studio übers Internet herunterladen in der aktuellsten Version und zum Beispiel auf einer zweiten Festplatte installieren. Der Vorteil ist, wenn Sie sich diese Software nachher auf einer zweiten Festplatte installieren oder eben auf einen ganz separaten Rechner, dass Sie Ihr vorhandenes System, Ihr vorhandenes Office-System nicht tangieren. Also die optimalste und sicherste Lösung ist, Sie haben noch irgendwo einen alten Rechner zur Verfügung. Der darf aber nicht zu alt sein, also auch nicht zu schlapp auf der Brust. Also sprich, die CPU sollte nicht zu alt sein. Sie sollten mindestens einen Dual-Core, also zwei CPUs auf dem Motherboard haben und sollten mindestens 4 GB Arbeitsspeicher haben. Alles darunter macht keinen großen Spaß. Gerade hier im Bereich der Multimedia-Verarbeitung kann ein Rechner nicht schnell genug sein. Wenn Sie so einen Rechner nicht zur Verfügung haben, einen alten, ausrangierten oder gerade nicht mehr benötigten Rechner, dann empfehle ich den Einsatz einer zweiten Festplatte. Wenn Sie auch da keine übrig haben, also ich habe hier zum Beispiel eine alte, ausgemusterte 250 GB Festplatte reingesteckt, noch zusätzlich zu meiner vorhandenen Festplatte in meinem Arbeitsplatzrechner und habe da drauf hier diese Ubuntu-Version installiert. Wenn Sie sowas nicht haben, kann man sich für eine überschaubare Investition, ich sag mal so von 50 Euro circa, eine entsprechende Festplatte, neue Festplatte im Internet bestellen und sich dann eben auf diese Festplatte diese Linux-Version installieren. Bevor Sie jetzt panikartig abschalten und wegrennen, weil Sie denken, diese Vorgehensweise, also ein eigenes Betriebssystem zusätzlich zu installieren, ist nur was für Technikfreaks und Nerds, kann ich beruhigen, dem ist nicht so. Die Installation von allen möglichen gängigen Linux-Versionen ist in den letzten Jahren sehr komfortabel geworden, geht genauso wie unter Windows, fast vollautomatisch. Da sind nur wenige Dinge, die manuell da eingegeben werden müssen, wie zum Beispiel die Sprache oder die geografische Lage des Heimatorts bzw. des Heimatlandes und solche Dinge mehr sind da einzustellen. Ansonsten läuft der Rest der gesamten Installation vollständig automatisch ab. Kein Hexenwerk und nicht schwierig. Und wenn man irgendeinen Fehler mal machen sollte bei der Installation, ist das auch nicht dramatisch. Die meisten Dinge lassen sich im Nachhinein korrigieren oder fein einstellen. Und auch wenn das nicht klappen sollte, ist das auch gar kein Problem, einfach die Installation komplett neu zu starten. Installiert wird über eine DVD oder CD, die man sich erzeugen kann, indem man sich das sogenannte Image von dieser Linux-Distribution aus dem Internet herunterlädt und dann auf eine DVD oder CD brennt. Oder alternativ kann man sich dieses Image auch auf einen USB-Stick kopieren, was ich hier gemacht habe. Ja, so ein 4 GB USB-Stick hatte ich noch hier und den habe ich dann benutzt, habe da das Ubuntu-Image drauf gemacht. Der wird dann in den Rechner gesteckt, damit wird dann gebootet oder davon wird gebootet von dem USB-Stick und dann wird die Installation vorgenommen und in einer Stunde oder zwei ist dann, je nachdem wie schnell der Stick ist und wie schnell der Rechner ist, ist dann die Installation abgeschlossen und Sie finden dann hier die installierte Ubuntu-Version vor. So, nach der Installation, nach dem nächsten Systemstart finden Sie dann diese Oberfläche vor, die daraus besteht, dass Sie hier oben das Anwendungsmenü haben, in dem Sie da anklicken können Sie. Das ist der gemeinsame Nenner, den wir haben werden. Bei mir ist schon eine Anpassung erfolgt. Ich habe hier ein anderes Hintergrundbild installiert bzw. hier geladen, welches ich vorher schon mit GIMP bearbeitet habe. Hier habe ich die Internetadresse meiner Website reinkopiert in dieses Bild. Und das dann geladen. Ihr Hintergrundbild wird anders aussehen. Ferner habe ich hier oben schon häufig benutzt Programme in die Startleiste hier oben gezogen. Das sogenannte Panel. Das können Sie dadurch machen, indem Sie einfach hier oben das Anwendermenü aufrufen und dann zum Beispiel einfach hier festhalten, einen so einen Programmpunkt und den dann hier hochziehen und dann zum Beispiel an geeigneter Stelle loslassen. Kriegt man hier noch so eine Hinweismeldung und wenn man die dann bestätigt, dann ist dieser Editor zum Beispiel hier oben platziert. Anklicken, öffnet ihn.
Ansonsten kann man da auch noch sogenannte Apps-Tagets oder wie man die auch immer nennt, installieren. Hier habe ich beispielsweise so eine Wetter-App installiert, die sich dann hier oben so einfügt. Oder halt hier ein Suchfenster, um halt die Festplatte zu durchsuchen nach bestimmten Dateien etc. An der Stelle mache ich jetzt weiter mit den Erläuterungen über den Gesamtumfang des Workshops zur Produktion von Multimedia-Inhalten. Die wichtigste Komponente, das Betriebssystem, habe ich ja schon erläutert bis hierhin. Aber es gibt natürlich auch noch andere Aspekte. Und damit wir hier so eine zusammenhängende Übersicht haben für diese Einleitung, habe ich hier ein paar Notizzettelchen vorbereitet. Dafür habe ich ein kleines Programmchen installiert, nennt sich hier Tomcat. Und da kann man jetzt so einzelne Notizzettelchen raus starten. Ich habe die natürlich auch vorbereitet. Und gehe die einzelnen Punkte jetzt mal durch, damit wir so einen Überblick haben, was alles so wichtig ist für eine funktionierende Multimedia-Produktion. Es ist natürlich eine Kette von verschiedenen Aspekten, die zu berücksichtigen sind. Funktioniert eines dieser Aspekte nicht, dann funktioniert auch die gesamte Produktion nicht. Also ein stabiler Rechner, damit ist die Hardware gemeint, ein Rechner, der nicht abstürzt. Wenn ein Rechner abstürzt, das kann unter Windows als auch unter Linux oder sonstigen Betriebssystemen passieren, dann liegt das meistens daran, dass wir ein Thermoproblem haben. Also häufig liegt ein Thermoproblem vor. Ein Thermoproblem, also ein Hitzeproblem, kann dadurch auftreten, dass zum Beispiel der Rechner verdreckt ist. Durch die Lüftungsschlitze wird Luft angesaugt zur Kühlung und da sammelt sich dann im Laufe der Zeit Staub an. Dieser Staub setzt die Kühlrippen oder auch die Kühlventilatoren zu irgendwann mal und die Kühlung hat nicht mehr den Wirkungsgrad, den nötigen und so kann er zur Überhitzung führen. Wenn man zum Beispiel spielt, ist also eine sehr rechenintensive Angelegenheit, setzen solche Thermoprobleme eher ein, der Rechner stürzt schneller ab. Ein weiterer Aspekt, der den Rechner ziemlich stark belastet, ist zum Beispiel diese Multimedia-Geschichten. Ja, also das Bearbeiten von Videos oder das Aufzeichnen von Videos und Tondokumenten etc. beansprucht die CPU auch mehr, als wenn sie zum Beispiel lediglich nur im Internet surfen. Also das ist damit gemeint, stabiler Rechner zum Beispiel durch Reinigen. Gucken Sie mal, wenn der mal abstürzen sollte, ob der verschmutzt ist. Ist natürlich relativ ärgerlich, dass wenn während einer Aufzeichnung oder Bearbeitung der Rechner abstürzt. Ne? Also wenn Sie da schon zum Beispiel 10 Minuten oder 20 Minuten oder 30 Minuten ein Filmchen gemacht haben oder eine Berechnung gestartet haben und dann bleibt der Rechner einfach stehen, sind solche Dinge immer ärgerlich. Kann am Rechner liegen, kann natürlich auch am Betriebssystem oder anderen Dingen liegen, Treiber etc. Aber ein wichtiger Aspekt ist halt eben das, was ich Ihnen gerade genannt habe, mit dem Thermoproblem. Wenn Sie eine zweite Festplatte zum Beispiel einbauen in Ihrem vorhandenen Rechner, können Sie bei der Gelegenheit auch direkt einen Staubsauger holen und einmal alles absaugen und überprüfen, ob alles fest sitzt und eben sauber ist, staubfrei ist. Eine zweite wichtige Geschichte ist natürlich eine Webcam mit einem und zusätzlich gegebenenfalls Mikro oder integriertes Mikro oder alternativ zur Webcam eben eine digitale Kamera, Filmkamera, wenn Sie Filmaufnahmen machen wollen. Wenn Sie keine Filmaufnahmen, Videoaufnahmen oder ähnliches machen wollen, sondern lediglich Tondokumente produzieren wollen, brauchen Sie natürlich ein vernünftiges Mikrofon. Ein stabiles Betriebssystem ist auch klar. Ich habe eingangs über dieses Thema gesprochen. Wobei hierzu nochmal zum Betriebssystemthema gesagt wird, es kann natürlich jedes andere Betriebssystem auch genommen werden. Ja, Windows oder auch Macintosh. Ist gar kein Thema. Dann brauchen wir Programme, um natürlich die jeweiligen Aufgaben zu erfüllen. Da sehen wir nachher, welche ich da benutze. Wir brauchen natürlich Know-how, Wissen. Das versuche ich Ihnen in einem gewissen Grad hier durch diesen Workshop und durch meine Screencastings zu vermitteln. Und eines der ebenfalls wichtigen Punkte ist die Motivation und Spaß. Ohne Freude wird es keine Motivation geben. Ohne Motivation bekommen wir auch keine Videoproduktion oder sonstige Multimedia-Produktion zustande. Der nächste Aspekt ist eine Übersicht der Rechnerleistung. Grundsätzlich kann man sagen, je schneller
Und je großzügiger ausgestattet so ein Rechner ist, desto besser für die Multimedia-Produktion. Hier gilt Ähnliches wie für Spielen, wobei ich sagen würde, dass man zum Spielen die meiste, die größere Hardware-Anforderungen hat. Ich würde für diese Multimedia-Produktion nicht unbedingt einen so großzügig ausgestatteten Power-Rechner wählen wie fürs Zocken. Aber nichtsdestotrotz wird hier auch ein schneller Rechner sinnvolle Dienste leisten. Zum Beispiel die Geschwindigkeit und die Anzahl der CPUs beschleunigt einfach nachher auch das Berechnen von Videos. Wir müssen weniger lange warten. Wer das professionell einsetzen will oder semi-professionell einsetzen will, wird diese Eigenschaft natürlich sehr zu schätzen wissen. Vor Feierabend eben nochmal kurz in der halben Stunde davor nochmal so einen Berechnungsprozess anstoßen, der dann auch fertig wird, statt die halbe Nacht durchzulaufen. Mindestens 4 Gigabyte RAM, habe ich vorher gesagt, sollte man auf jeden Fall haben. 8 Gigabyte kann man auch als Mindestvoraussetzung anführen, je nachdem wie umfangreich und hochqualitativ Sie Ihre Filme zum Beispiel berechnen wollen. Kleinere Filmchen in einer kleineren Auflösung reichen durchaus auch 4 Gigabyte. Mindestens eine separate Festplatte macht auf jeden Fall Sinn, damit wir vorhandenes System nicht tangieren. Niemand kann die Gewährleistung übernehmen, dass nicht doch irgendwo was passieren würde, wenn man auf die vorhandene Festplatte zweites Betriebssystem installiert. Das funktioniert grundsätzlich auch. Man kann die frei machen, vorhandene Festplatte, und da auch ein zweites Betriebssystem drauf installieren. Das ist aber dann schon kniffliger und nur für sehr erfahrene Anwender. Also eine separate Festplatte einzubauen, darauf Ubuntu zu installieren, halte ich auch für normal erfahrene Anwender möglich und empfehle ich hier auch explizit. Noch besser, wie in der Einleitung schon gesagt zuvor, wäre ein separater Rechner, wo Sie diese Ubuntu Studio Version drauf installieren. Also je nachdem, entweder mindestens eine separate Festplatte einbauen oder aber einen separaten Rechner nehmen. Gut, Standard-Audio- und Grafikkarten reichen heutzutage für alle möglichen Anwendungsbereiche aus. Sie sind so leistungsfähig, dass das dicker ausreicht. Also auch ich habe hier an diesem Rechner keine besondere Grafikkarte oder keine besonderen Audio-Karten, also Soundkarten oder so verbaut. Tastatur-Maus ist klar, gegebenenfalls einen zweiten Monitor, hatte ich vorhin auch gezeigt, dass wir hier verschiedene Desktops haben, die wir umschalten können. Und das macht Sinn, auch hier, diese Auflösung hier ist 1280x1024, glaube ich, genau. Und hier mein anderer Monitor, der ist größer, der hat 1920x1080 oder so, diese 16:9 Auflösung. Das macht Sinn, je nachdem nachher, um Details auszuarbeiten, je größer Monitor, desto besser. Und hier so als Zweitmonitor für solche Geschichten zum Beispiel wie ein Screencasting oder eben als, wo man Dokumente listet, macht auch Sinn. Linux hat hier auch die Fähigkeit, beide Monitore zusammenzufassen zu einem Monitor. Solche Dinge, die sind hier bei Linux auch standardmäßig möglich und machen dann auch Sinn, vor allen Dingen im Bereich der Multimedia-Produktion. Ansonsten alles Standardgeschichten, Netzwerk ist klar und USB-Anschlüsse und so weiter sind auch klar. Abschließend, je schneller der Rechner, je moderner und je mehr Power, desto besser und auch für diese Multimedia-Produktion. Der nächste Aspekt ist eine Webcam. Wenn ich vorhabe, Videoaufzeichnung zu machen, wie zum Beispiel auf meiner Website hier unten, das Begrüßungsvideo habe ich mit dieser einfachen Logitech-Webcam gemacht, die allerdings auch schon HD-Qualität leistet, also sprich hohe Auflösung bewältigt. Dann brauchen Sie natürlich so auch so eine Webcam, wenn Sie Ähnliches machen möchten. Die hier beispielsweise ist schon sehr gut in der Qualität und auch sehr günstig und braucht vor allen Dingen keine Treiber. Die wird sofort von Windows, von Linux hier erkannt und man braucht da keine großartigen Treiberinstallationen und so weiter machen. HD ist hierbei natürlich eingeschränkt. In der untersten Preisklasse fangen die HD-Fähigkeiten gerade an. Wer mehr Geld ausgeben möchte, findet natürlich auch hier zum Beispiel von Logitech oder von anderen namhaften Herstellern Kameras, die ebenfalls von Linux unterstützt werden, die jedoch dann auch eine höhere Qualität noch bringen. Eingebautes Mikro ist auch empfehlenswert. Ich benutze zum Beispiel dieses eingebaute Mikro jetzt von dieser Logitech gerade eben, um dieses Screencasting aufzuzeichnen, beziehungsweise eben meine Stimme zu diesem Screencasting aufzuzeichnen. Alternativ zu einer Webcam kann natürlich auch ein digitaler Camcorder hergenommen werden.
Der Unterschied ist, grob gesagt, dass bei einer Webcam, die muss mit dem Computer verbunden sein, um zu funktionieren. Das heißt, das Videosignal, was die Kamera da aufnimmt, wird dann direkt über das USB-Kabel auf die Festplatte gespeichert. Und ein digitaler Camcorder zeichnet das, was der aufnimmt, direkt auf so eine Speicherkarte in der Regel auf. Kleine SD-Karten oder Compact-Karten, andere Speicherkarten, irgendwelche Sticks, wird das Signal da aufgezeichnet auf der Speicherkarte direkt. Und wenn man nachher seine Filmaufnahme abgeschlossen hat, kann man dann mit dieser Kamera oder eben dieser Karte zum Rechner gehen, den Film auf den Rechner übertragen und dann mit der Bearbeitung anfangen. Ein weiterer Unterschied ist natürlich der Preis. Digitale Camcorder kosten natürlich ungleich mehr als eine Webcam. Liegt natürlich auch in der Technik begründet. Ein digitaler Camcorder ist autark, das heißt also, der hat einen eigenen Akku, keine Kabellei und so weiter. Und ich kann mit dieser Kamera durch die Gegend laufen und Außenaufnahmen aufmachen und so weiter, kann ich natürlich alles mit der Webcam nicht. Ein weiterer Aspekt ist, ja, Betriebssystemthema, habe ich schon ausgiebig besprochen. Natürlich gibt es nicht nur Linux oder halt eben das hier von mir verwendete Ubuntu Studio, sondern es gibt natürlich auch Macintosh und Windows-Rechner etc. mehr. Wie Sie dann diesem Workshop folgen können und wollen, steht auf einem anderen Blatt. Ich denke, es macht Sinn, diese Ubuntu-Version zu installieren. Vielleicht ist das auch einfach mal eine interessante Erfahrung, wie es sich mit einem anderen Betriebssystem arbeitet. Ja, diese ganzen anderen Aspekte wie zum Beispiel Viren und Trojaner und diese ganzen Würmer und andere Dinge sind unter Linux bei Weitem nicht so ein großes Thema wie unter Windows. Man braucht ja unter Linux, wenn man das vernünftig installiert, keinen Virenscanner etc. mehr und läuft stabil, ist kostengünstig. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Geht zum nächsten Punkt. Das ist der Punkt, ein wichtiger Punkt. Welche Programme brauchen wir für den Workshop? Auch da hängt es nachher davon ab, was Sie letztendlich tatsächlich machen wollen. Wenn Sie all diese Dinge, die ich in dem Workshop vorstelle, auch machen wollen, dann brauchen Sie auch die entsprechenden Programme. Diese sind dann hier zum Beispiel ein Programm, um ein Bild der Webcam aufzuzeichnen. Dafür benutzen wir dann nachher hier dieses GUVC View. Das habe ich hier oben dann auch schon in meine Startleiste gezogen. Vom Prinzip her ein einfaches Aufzeichnungsprogramm, welches die Webcam ansteuert und wo ich das Webcam-Signal mit aufzeichnen kann, inklusive Ton und so verschiedene Grundeinstellungen, auf die wir dann nachher innerhalb des Workshops eingehen werden, wenn wir an dieser Stelle angekommen sind. Ein anderes Programm, falls Sie solche Dinge machen wollen, ist ein Desktop-Aufzeichnungsprogramm. Sowas, was ich hier jetzt gerade benutze, sogenanntes Screencasting. Ja, weil der Screen, also der Desktop, der Bildschirm quasi aufgezeichnet wird, so wie ich das jetzt gerade mache. Da gibt es zwei etablierte Programme unter Linux, die ich auch favorisiere. Entweder Record My Desktop, das benutze ich gerade jetzt nicht. Oder Kazaam ist eine Alternative. Beide Programme haben ihre Schwächen und Stärken, aber beide Programme funktionieren auch und machen auch ihren Dienst. Das ist teilweise auch Geschmackssache, welches man dann lieber benutzt. Ein Videoschneideprogramm ist auf jeden Fall wichtig, unabhängig davon, ob ich hier mit einer Webcam ein Video produziert habe oder mit einer Digicam oder ob ich hier so ein Screencasting gemacht habe, so eine Desktop-Aufzeichnung. In der Regel wird so ein Filmchen nachher nochmal bearbeitet, geschnitten oder eben auch noch mit Effekten versehen, Überblendeffekte und solche Dinge mehr. Da bietet sich an KDN Live, diese Software benutze ich favorisiert. OpenShot ist auch eine Alternative und alle Programme sind natürlich hier vorhanden. In unserer Anwendungsmenüleiste finden wir hier diese Anwendungsprogramme. Ein Programm, welches wir auf jeden Fall benutzen werden, unabhängig davon, ob Sie Videos oder nur reine Podcastings produzieren, ist eine Software zur Bearbeitung der Tonspur. Audacity ist mit Abstand die populärste und auch leistungsfähige Software im kostenlosen Bereich. Diese Software hat sehr viele Filter, sehr viele Bearbeitungsmöglichkeiten und erlaubt uns nachher, die Qualität der Tonspur in unseren Videos zu optimieren.
oder eben auch Tonaufzeichnungen direkt zu machen, wenn wir beispielsweise ein Hörbuch sprechen wollen oder eben ein Podcasting oder ähnliches produzieren wollen. Ja, letztlich dann noch diverse Tools, die man immer wieder benötigt, wie zum Beispiel, ja, hier irgendwelche Texteditoren oder hier dieses Zettelsystem oder Konvertierungssoftware, um halt von einem Filmformat im anderen zu konvertieren, oder hier eine Bildverarbeitung, ein Grafikprogramm, um zum Beispiel Header-Dateien oder Überblendeffekte zu produzieren, etc. mehr. So, der nächste Punkt ist das Wissen, das Know-how. Welches Wissen werde ich benötigen, um Videos und Tondokumente zu produzieren? Ja, Wissen schadet ich nie, gerade in dem Bereich. Je mehr Sie da wissen schon und je mehr Erfahrung Sie haben, desto besser. Allerdings lege ich jetzt hier für diesen Workshop die Messlatte nicht so hoch. Ich rede hier von IT-Grundkenntnissen, das heißt, Sie wissen, was Dateien sind, können zum Beispiel hier mit so einem Dateimanager umgehen. Ich schalte mal gerade um. Ja, auch da kennen wir von zig verschiedenen Betriebssystemen und Programmen. Unter Windows ist das ähnlich, unter Macintosh ist das ähnlich. Ich kann hier kopieren und ausschneiden, Dateien umbenennen und solche Dinge mehr. Ja, teilweise auch irgendwelche anderen Sachen noch einstellen, gegebenenfalls auch noch andere Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Eigenschaften, irgendwelche Attribute ändern, Berechtigungen und so weiter und so fort. Alles diese Sachen sind auf der Dateiebene anzuwenden. Ein anderer wichtiger Aspekt ist gegebenenfalls auch, der nicht schadet, wenn man sich auch ein bisschen hier so auf Kommandozeilenebene auskennt und davor keine Angst hat, eventuell nachher irgendwelche Befehle da einzugeben, Programme zu starten oder solche Dinge mehr. Für Windows würde ich die gleiche Anforderung stellen, dass Sie sich da auskennen, wie man unter Windows Dateien kopiert und umbenennt. Okay, also der Umgang mit Dateien sollte geläufig sein. Der Umgang, der sichere Umgang mit Maus und Tastatur ist ganz klar, gehört da mit zu. Auch hier die unterschiedlichen Dateiformate zu kennen, zumindest so die wichtigsten. Ja, wir sehen jetzt hier zum Beispiel MP4-Dateien, zu wissen, dass das eben ein Videoformat ist. Dann gibt es noch MP3-Dateien, dann gibt es WAV-Dateien, WAV, ja, das sind die Tondateien und solche Dinge mehr. Da sieht man zum Beispiel so eine WAV-Datei, die ich da erzeugt habe. Und ja, dann gibt es TXT-Dateien und solche Dinge mehr. Und unter Windows hat man da eine EXE-Datei, da weiß man, dass das da Programme sind. Na, das ist damit gemeint mit Dateiformaten. Sie müssen da nicht alles kennen, was es in IT gibt. Das sind nämlich viele Tausende. Aber wenigstens so eine Handvoll der wichtigsten Dateiformate. Wäre vorteilhaft, wenn Sie die kennen. Wir werden die hier im Kurs natürlich auch besprechen. Dann halt eben die grundsätzliche Fähigkeit, eine Festplatte einzubauen. Das ist nicht schwierig, das ist kein Hexenwerk. Auch für jemanden, der nicht aus der Technik kommt, ist in der Regel in der Lage, eine Festplatte einzubauen. Wenn man sich so die Zeit nimmt und sich das ein bisschen anschaut. Ja, vom Prinzip her, wenn Sie hier diesen letzten Punkt dann erfüllt haben, sind Sie dann auch schon soweit, den ganzen Workshop nachzuvollziehen. Der wird sich dann auch so darstellen. Ich wechsle jetzt mal eben hier den Desktop, den Monitor. Und dann habe ich hier meine Website aufgerufen und diesen Punkt hier Video-Workshop, über den Sie mich jetzt vielleicht auch gefunden haben, habe ich hier eingeblendet. In der Zwischenzeit kann die Website hier schon wieder anders aussehen. Das ist immer sehr dynamisch bei mir. Hier ist jetzt so die Einleitung in Textform nochmal. Das ist eigentlich vom Prinzip her das, was ich Ihnen gerade jetzt in diesem Video, in diesem Einleitungsvideo erzählt habe. Das wiederholt sich dann nochmal hier. Wie gesagt, die Ansicht dieser Seite wird sich in der Zwischenzeit verändert haben. Hier an der Stelle wird dieses Einführungsvideo dann zu sehen sein. Wir haben dann die nächsten Bereiche, die ich als nächstes produzieren werde, die jetzt natürlich logischerweise auch erst in Vorbereitung sind. Ich werde hier erläutern in einem relativ kurzen Screencasting, wie der PC vorzubereiten ist. Werde hier zeigen, wie Linux installiert werden kann.
kein Hexenwerk, auch dieses Video wird nicht sehr lang sein. Ja, und dann fangen wir schon an mit den eigentlichen Produktionen. Wir werden ein Video aufzeichnen. Ich werde zeigen, wie das funktioniert. Vielleicht ein Screencasting mal oder eben auch ein Video über die Webcam. Dann werde ich in einem weiteren Kapitel zeigen, wie dieses Video dann bearbeitet werden kann, mit KDN Live beispielsweise, wie der Ton bearbeitet wird, wie man eine Tonspur aus dem Video extrahiert, bearbeitet und dann wieder einfügt, werde ich hier zeigen. Und ja, und solche Dinge mehr. And last but not least, wie ich dann das fertig bearbeitete Video beispielsweise nach YouTube hochladen kann oder eben auch in eine eigene Website einbinden kann. All diese Dinge werden unter diesem Video-Workshop zu sehen sein, wobei Video-Workshop habe ich das jetzt mal benannt. Es ist schon mehr. Es ist eben ein Workshop über Multimedia-Inhalten. Und wenn Sie den verfolgt haben, sind Sie in der Lage, Ton- und Bilddokumente selbst zu erstellen und zu bearbeiten. Ich hoffe, Sie folgen mir bis dahin und würde mich freuen, wenn Sie dann bei diesem nächsten Screencasting-PC-Vorbereitung auch wieder dabei sind. Bis dahin, Ihr Ralf Becker.